Nanu, ist es denn? Ja, sowas. Es ist weg. Nun, an dieser Stelle sollte ich Ihnen ein randvoll beschriebenes, leider nicht mehr vorhandenes Manuskript verlesen, das alle Vorzüge eines Alouette-3-Helikopters herausstreicht. Lassen wir das. Und benutzen wir dafür die Gelegenheit, Sie mit ein paar Zahlen über die Jahresleistungen der bis anhin nur 20 Alouette-3-Helikopter der schweizerischen Flugwaffe bekannt zu machen. So wurden zum Beispiel im Verlauf eines Jahres mit diesen Maschinen über 45 Rettungen durchgeführt. Das heißt, über 40 Personen wurden auf diese oder ähnliche Art und Weise aus unmittelbaren Notlagen befreit. Für diese Rettungen wurden nicht weniger als 90 Flugstunden aufgewendet. Allein diese Tatsache würde die vom Parlament beschlossene Anschaffung von weiteren 60 Maschinen dieses Typs rechtfertigen. Der Helikopter ist aber in der heutigen Zeit nicht nur ein modernes Rettungsinstrument. Seine Flugeigenschaften erlauben es der Truppe, ihn für alles Mögliche einzusetzen. Für diese Übung, das Absetzen von Kampftruppen, stellt die Alouette 3 mit ihrer Zuladung von nur 6 Mann allerdings noch nicht die Ideallösung dar. Der nächste Schritt im konsequenten Ausbau unserer Leichtfliegerstaffeln wird ohne Zweifel einen Großhelikopter, der Mannschaften in Zugstärke absetzen kann, verlangen. Trotzdem ist man dem Ziel unserer Truppe, mehr Beweglichkeit zu verschaffen, mit diesem Kauf einen großen Schritt näher gekommen. Denn auch für Aufklärungs- und Kommandoaufgaben eignen sich die Maschinen vorzüglich. Als mobile Lastenträger leisten sie Bedeutendes. An die 900 Kilo Last werden in einem einzigen Arbeitsgang zu den höchstgelegenen Hütten verschoben. So wurden mit den nur 20 Maschinen innerhalb Jahresfrist über 100 Flugstunden aufgewendet, um die Bergstationen des Schweizerischen Alpenclubs mit dem nötigen Material im Gesamtgewicht von über 120 Tonnen zu versorgen. Auch hier eine imponierende Leistung unserer Flugwaffe im zivilen Sektor. Unter diesen Umständen bereitete die Vorlage über den Kauf von weiteren 60 Maschinen dieses Typs im Parlament auch keine besonderen Schwierigkeiten. Zur Stützung der einheimischen Flugzeugindustrie beschloss man aufgrund einer Empfehlung der Gruppe für Rüstungsdienste, diese 60 Maschinen in der Schweiz im Lizenzbau herzustellen. So kam es, dass der Regiebetrieb des Bundes, das Eidgenössische Flugzeugwerk in Emmen, 9 Hauptlieferanten aus der Flugzeugindustrie und über 200 weitere Firmen mit Einzelaufträgen berücksichtigen konnte. Voller Emsigkeit machten sich die schweizerischen Vertragsfirmen an die Arbeit. Denn sie wollten beweisen, dass auch ein Lizenzbau in der Schweiz ohne Schwierigkeiten zu bewerkstelligen ist. Hier besuchen wir eben einen der 9 Hauptlieferanten, der Elementteile für die Endmontage herstellt. Aus glasfaserverstärktem Kunststoff werden für den Helikopter über 30 Teile gefertigt. Hier sind es Verschalungen und Türen der Kabine. Eine Glasfaserlage nach der anderen wird auf die Form gezogen, mit Kunststoffleim verbunden, um dann, nachdem die Reste entfernt sind, in der Leere zusammengepresst zu werden. Unsere Industrie ist absolut in der Lage, hochwertiges und modernes Material zu verarbeiten, denn auch manche Arbeitsgänge oder auch das Werkzeug hin und wieder an die sogenannte gute alte Zeit erinnern.
Das Fertigprodukt darf sich auf alle Fälle sehen lassen. Bei einer anderen Zulieferfirma entstehen die Plexiglasscheiben für die Kabine. In einem Infrarottunnel wird die Form mit Unterstützung eines Brenners auf den nötigen Wärmegrad gebracht. Die im Ofen ebenfalls vorgewärmte Glasplatte kann dann nur noch aufgezogen werden. Nachdem die Scheibe erstarrt ist, wird sie peinlichst genau auf Verwindungen, welche Reflexionen hervorrufen würden, geprüft. Erst dann kann das überschüssige Material abgesägt und der Scheibe die endgültige Einbauform verliehen werden. Für den Transport und den Einbau wird dieses hochwertige Material noch mit einem Schutzlack überzogen. Auch auf dem mechanischen Sektor bescherte der Lizenzbau den 200 Privatfirmen einige Arbeit. Hier wird während fast 2 Jahren gefräst, gebohrt, geschweißt und genietet. Das gesamte Material aber gelangt, meist auf dem Schienenwege, direkt zum Nervenzentrum des Lizenzbaus in das Eidgenössische Flugzeugwerk in Emmen. Hier ist die Produktionslinie der Endmontage bereits aufgebaut und im Betrieb. Einige kompakte Aggregate mussten aus Termingründen auch direkt vom Lizenzgeber aus Frankreich bezogen werden. So auch der hier zur Montage gelangende Rotorkopf. Nach dem für unsere Industrie überraschenden Entschluss für den Lizenzbau war es in der kurzen Zeit nicht mehr möglich, die teuren Spezialmaschinen für den Bau einiger Elemente bereitzustellen. Zudem will man das vorhandene Budget von rund 90 Millionen Franken für die Helikopter und die notwendigen Ersatzteile auf keinen Fall überschreiten. Bis heute konnten diese Kosten trotz Teuerung erfreulicherweise eingehalten werden. Der Lizenzbau scheint entgegen allen Unkenrufen seine neueste Feuerprobe glänzend zu bestehen. Auch die Rotorblätter gehören zu der Kategorie von importierten Einzelteilen. Hier werden die aus Frankreich eintreffenden Kisten sorgfältig ausgepackt, denn die messerscharfen Blätter müssen besonders vorsichtig behandelt werden. Die 3 Hauptträger des Helikopters sind auch immer gleich markiert, sind sie doch genau aufeinander abgestimmt. Hier ist allerdings scheinbar etwas schiefgelaufen. Oder mag die französische Holzwolle eine zu weiche Unterlage für das Znüni im Heimatwerk gewesen sein? Solche Lappalien vermögen allerdings die Spezialisten des Eidgenössischen Flugzeugwerkes nicht lange zu erschüttern. Bereits werden wieder die Rotorblatthalterungen auf den vorbereiteten Kopf aufgezogen. Die Montage läuft auf vollen Touren, will man doch bis im Herbst 1973 die letzte der 60 Maschinen ausliefern. Auf die Führer. Führer. Stopp. Gut. Gut. In einer anderen Abteilung des Werks werden laufend die zentralen Rohrgerüste der Helikopter zusammengeschweißt, um ja keine Stockung in der Montage hervorzurufen.
Seine Störungen waren allerdings in der Planung nicht berücksichtigt. Aber es heißt ja, wer sucht, der findet. Über 700 Spezialisten, Arbeiter und Angestellte sind heute im Eidgenössischen Flugzeugwerk in über 30 verschiedenen Berufen beschäftigt. Der Helikopterlizenzbau gibt einem Teil von ihnen Arbeit über einen Zeitraum von nahezu 2 Jahren. Hier beim Einbau des Leitwerkträgers erleben wir, mit welcher Präzision und Schnelligkeit dieses Teamwork in Emmen funktioniert. Schon nach wenigen Minuten können die Bolzen eingesetzt werden und man wendet sich dem nächsten Einbauteil, dem Triebwerk, zu. Die 550 PS Artust-Turbine ist als drittes Element ebenfalls aus dem Ausland importiert. Sie wird hier lediglich geprüft und eingebaut. Schicken wir doch die Kamera ein bisschen auf die Reise und bilden Sie sich selbst ein Urteil über die Arbeitsleistungen dieses Betriebes und seiner Angestellten. Der am Ende der Montagelinie im Rohbau fertiggestellte Helikopter wird einer neuerlichen Inspektion unterzogen, die einer medizinischen Untersuchung in nichts nachsteht. Selbst der Spiegel des Dentisten fehlt hier nicht. Sicherheit wird im Flugzeugwerk großgeschrieben. Bestimmt geht es hier irgendwo ins Freie. Die Frage ist nur, wo? Nun, die Heimat scheint näher zu rücken. Auch unsere Alouette entrinnt vorläufig den Argusaugen der Kontrolleure, denn sie soll auch in ihrem Äußeren einer Verwandlung unterzogen werden. Die Bemalung dient dabei nicht allein dem Auge, sondern vor allem der Tarnung. Daneben sollen auch, trotz Kunststoff- und Leichtmetallbauweise, einige korrosionsanfällige Teile geschützt werden. Dass die Helis aus dem Lizenzbau stammen, wird hier eindrücklich demonstriert. Jeder Pinselstrich muss sitzen. Zittert einmal die Hand, so macht man Pause. Oder man erklärt auch mal einem Störenfried den Nachhauseweg. Man scheint sich über die Richtung nach Frankreich nicht einig zu werden, aber der Dritte im Bunde weiß es bestimmt. Schweizer Montage heißt ständige Selbstkontrolle zum Nutzen des Produktes.
Trotz Regen wird noch mit Hochdruck auf das fertige Chassis eingewirkt. Denn auch bei Geschwindigkeiten von über 200 Stundenkilometern sollen Kabine und Aggregate trocken bleiben. Während der Endmontage durchläuft ein Helikopter mehr als 20 verschiedene Kontrollen und Tests. Die Maschine weist bis zu diesem Baustadium keine erkennbaren technischen Mängel auf. Und so können die drei Hauptrotorblätter montiert werden. Bei dieser Arbeit lässt man äußerste Sorgfalt walten, denn genau dieser Mechanismus ermöglicht es auch, dass Helikopter entgegen einer vielverbreiteten Meinung nicht einfach vom Himmel fallen. Bei einem allfälligen Triebwerkausfall kann der Pilot in die sogenannte Autorotation gehen. Das heißt, er trennt die Verbindung zwischen Triebwerk und Rotor. Dann bringt er die Blätter in eine negative Stellung, sodass bei einem Fall die durchströmende Luft die Blätter antreibt. Kurz vor dem Bodenkontakt stellt er sie wieder auf Steigleistung und der Helikopter kann so abgefangen werden. Daher wird auch, wie hier beim ersten Testlauf im Flugzeugwerk, besonders der Blattstellung größte Aufmerksamkeit geschenkt. Was Sie in der Folge miterleben, ist nicht etwa das Privatvergnügen eines übermütigen Piloten, sondern harte Arbeit. Ein Testpilot der Gruppe für Rüstungsdienste unterwirft den Helikopter im Rahmen der zugelassenen Grenzen der härtesten Zerreißprobe und bringt die Maschine auf Belastungen, wie sie im normalen Truppeneinsatz kaum auftreten. Aber man sucht hier die absolute Gewissheit, ein fehlerloses Produkt an die Flugwaffe ausliefern zu können. Während des kompletten Testprogramms, das auch je einen Steig- und Höhenflug in das Jungfraugebiet einschließt, werden nicht weniger als 30 verschiedene Flugbewegungen durchgeführt. Während dieses Programms werden vom Piloten 53 verschiedene Positionen einzeln überprüft. Treten während dem Prüfflug allfällige Mängel auf, so werden diese vom Testpiloten genau registriert und das Werk sorgt anschließend sofort für Abhilfe. Durch dieses Zusammenspiel von Werkpilot und Hersteller konnten beim schweizerischen Lizenzbauhelikopter auch wesentliche Verbesserungen erreicht werden. Auch die 70 Lehrlinge des Eidgenössischen Flugzeugwerkes in Emmen zeigten ihr Interesse für den Lizenzbau. In einem besonderen Raum hatten sie ihr eigenes Miniatur-Montageband aufgebaut. Über 200 offizielle Gäste erwartete man in Emmen für den historischen Tag der Übergabe des ersten in der Schweiz gebauten Helikopters, der die Immatrikulation V-225 erhielt. In präziser Freizeitarbeit hatten die Lehrlinge dafür gesorgt, dass jeder dieser Gäste ein Modell dieser Maschine mit nach Hause nehmen konnte. Und dann, am 23. März 1972, war es soweit. Der Testpilot meldete im Auftrag des Flugzeugwerkes die V-225, dem ersten von 60 Helikoptern, abgabebereit.
Mit einem Händedruck wird das Produkt von der Gruppe für Rüstungsdienste an das Kommando der Flieger- und Flapptruppen übergeben. Ein Happy End scheint sich anzubahnen, denn auch ihm wird der Nachhauseweg diesmal deutlich angezeigt. Während des Überflugs vom Werk zur Einsatzbasis zeigt sich für einmal deutlich, dass auch Truppenpiloten nur Menschen sind. Man muss sich ja schließlich, wenn auch nur in aller Stille, noch persönlich davon überzeugen, ob das Made in Switzerland berechtigt ist. Das Resultat scheint zu befriedigen. Aber das darf doch nicht wahr sein. Nach Toulouse wollen Sie. Bitte schön, mein Herr. Diesmal scheint es ihm wirklich gut zu gehen. Und auch die sonst auf Sparsamkeit getrimmte Flugwaffe scheint ausnahmsweise großzügig Pate zu stehen. Hoffen wir, dass der Pilot nicht aus Angst vor Disziplinarmaßnahmen in Frankreich bleibt. Denn die Flugwaffe soll ja 60 und nicht 59 weitere Alouette 3 Helikopter erhalten. Musik.